Das Wort hat nun der Abgeordnete Müller. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, durch die Große Anfrage der Linken schlagen wir heute in der Bürgerschaft mal eine kleine Brücke zu den Unternehmen Facebook, Google und Xing, die sich mit sozialen Medien sozusagen als ihr Geschäftszweck in dieser Stadt niedergelassen haben. Und es ist mehr als angemessen, dass wir dieses Thema hier mal zur Sprache bringen, inwieweit eigentlich die Politik und nicht private Personen auf diese Instrumente zugreifen können und wenn ja, zu welchem Zweck. Wir haben durch die Antwort des Senats lernen können, dass nun 4 Behörden sich mit diesem Thema beschäftigen. Und es war nicht so richtig erkennbar, ob es da sozusagen eine führende Behörde gibt, offenbar irgendwie alle parallel. Und man kann sich ja vorstellen, es ist die Senatskanzlei mit der Pressestelle, es ist die Finanzbehörde in Sachen E-Government, es ist auch die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation. Und das Personalamt spielt da auch noch eine Rolle. So, das hat mir gezeigt, so recht ein Konzept, wohin es nun gehen soll, gibt es nicht. Das lasse ich jetzt nicht zwingend dem aktuellen Senat an. Es hätte ja auch schon früher passieren können. Soziale Medien gibt es ja nicht erst seit einem Jahr. Aber ich fand, Herr Schmidt, Kollege Schmidt, ich fand Ihre Rede ein bisschen langweilig senatstragend. Also ich glaube, da hätte ein bisschen mehr Leben reingebracht. Wir wissen alle, Sie wissen dazu mehr zu sagen. Und es war schade. Aber gut, so ist das manchmal, wenn man in die Regierung kommt, dann verändern sich manche Sichten. So, jetzt kommen wir mal weiter. Herr Schmidt hat auch gesagt, und da weiß ich nicht, ob es wirklich seine Meinung ist oder nur eine Verteidigung, die übliche Verteidigung eines Regierungsabgeordneten. Er meint, wir brauchen kein Senatskonzept. Das sehe ich anders. Also, nein, es geht, ja, das ist überhaupt nicht klar. Manchmal braucht man auch nichts, was man koordinieren sollte, aber ich finde, in dieser Frage geht es ja um Grundsatzdinge. Hier geht es um einen neuen Kanal der Kommunikation. Und das Einzige, was der Senat rausgebracht hat, ist diese Guideline. Und die strotzt nur davor zu sagen, was die Mitarbeiter der Verwaltung auf keinen Fall dürfen und was sie alles beachten müssen. Und um Gottes Willen, am liebsten macht's gar nicht. Nutzt es nicht, es könnte irgendwie schief gehen. Wer weiß, ob ihr das unterscheiden könnt, ob als private Menschen das die Social Media Angebote nutzt oder als Beamter. Und dann gibt es ja die ganzen Pflichten zur Verschwiegenheit, die also ausführlich in Paragraphen dargelegt wurden, als wenn das die Beamten nicht alle schon wüssten. Also es ist eher ein abwehrender Guideline nach dem Motto Vorsicht, Vorsicht, da droht Gefahr. Allein schon diese Guideline zeigt, es bedarf eines Konzeptes, eines politischen Konzeptes. Wie geht eine moderne Regierung mit den sozialen Medien um? Zumal wir uns auch immer gerne rühmen, in Hamburg doch die Internetstadt zu sein. Und auch vielleicht war das der Grund, warum die bedeutenden Unternehmen wie Facebook und Google auch sich in Hamburg angesiedelt haben. Nun ja, das kann ja noch kommen. Dann haben wir in der Antwort des Senats noch mal lesen dürfen, was eigentlich die Rolle von Hamburg.de ist. Und auch da teile ich mein Unwohlsein, dass die Bespielung des Facebook-Profils der Stadt Hamburg in den Händen von Hamburg.de liegt. Es wurde zwar uns mitgeteilt, es würde darüber keine Politik sozusagen vermittelt werden, das kann uns aber nicht beruhigen. Das kann uns nicht beruhigen, weil wir sollten das offizielle Profil der Freien und Hansestadt Hamburg nicht in private Hände geben. Das finde ich, sollten wir nicht tun. Ich bin aber anderer Meinung, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linksfraktion, dass nicht Hamburg.de durchaus auch von einem privaten Betreiber sozusagen geführt werden kann, weil wir hatten die Situation, dass es in der Hand der Stadt war und dann hatten wir ein schlechtes Hamburg.de. Ich bin nicht einverstanden mit der Entscheidung des CDU-Senates gewesen, Hamburg.de mehrheitlich an den Springer Verlag zu verkaufen, weil das die Medienkonzentration in dieser Stadt nur verstärkt hat, und zwar in die negative Richtung. Zumal der Springer-Konzern es der Stadt Hamburg nicht gedankt hat. 3 Wochen nach dieser Kaufentscheidung oder Verkaufsentscheidung hat der Springer Verlag entschieden, Bild Online nach Berlin zu verlegen. Das war eine große Ohrfeige für die Freie und Hansestadt Hamburg. Aber abseits dieser Frage finde ich es nicht richtig, dass wir das Facebook-Profil mit
über eine halbe Million Hamburgerinnen und Hamburgern sozusagen einem Privaten übergeben. Ich glaube, da muss nochmal drüber nachgedacht werden. Das ist keine gute Lösung. Ich glaube, wir haben allen Grund, dieses Fund, wo wir an so viele Bürgerinnen und Bürger kommen, auch sozusagen als Stadt wirklich hoheitlich zu nutzen. Mag ja sein, dass wir zurzeit die Kapazitäten nicht haben, vielleicht auch eben Stichwort kein Konzept, was wir damit anfangen sollen, aber es ist kein Grund, das nicht in Zukunft in Angriff zu nehmen. Denn, und da gebe ich den Kolleginnen und Kollegen von der Linken durchaus recht, es ist durchaus eine Möglichkeit der Bürgerbeteiligung, nicht der Entscheidung, der Beteiligung und der Information möglich damit. Natürlich bedarf es dafür dann eben schon einer Idee, was können denn die einzelnen Senatsbehörden damit anfangen, mit so einem Fund der Beteiligung. Und wir haben ja nun durch die Antwort mitbekommen, dass das schwierig ist mit der Frage des Anfangs, was machen wir denn nun mit den Bürgern? Jetzt könnten wir mit ihnen kommunizieren, aber lieber nicht, und antworten tun wir auch nicht. Also, Fazit ist, wir brauchen ein Konzept, wie der Umgang mit sozialen Medien aussieht seitens der Stadt Hamburg. Was wir nicht brauchen, ist ein Guideline, der nur davon strotzt, Vorsicht, Vorsicht, da ist Internet, da ist Gefahr, lieber nicht nutzen. Meine Damen und Herren, das ist einer Stadt, die sich Internethauptstadt nennt, nicht würdig. Danke.